Martin, Sammy Davis Jr. und Frank Sinatra. Sie waren das berühmte Red Pack. Heute gibt es eine Gruppe, die sich The Reds Are Back nennt. Und auch sie sind begnadete Sänger und Entertainer, darunter unser ORF-Kollege Norbert Oberhauser. Zu hören sind sie morgen früh in der letzten Zugabe des Radio Burgenland Musik März, gemeinsam mit Austropop-Legende Waterloo. Und da singen sie auch einen seiner größten Hits. Das war, außer meiner Frau, wenn ich die triff, der zweite schönste Tag heuer. Mit Sicherheit. Ich freue mich irrsinnig, mit Menschen zusammen zu sein, die Musik weiterbringen und als beste Medizin verkaufen. Der 1974 veröffentlichte Song Hollywood verkaufte sich weltweit mehr als 13 Millionen Mal. Waterloo zählt zu den Pionieren des Austropop. Der Waterloo ist ein Naturereignis. Das kann man nicht, das ist ein Wasserfall der Gefühle. Also da bist du auch auf der sicheren Seite, wenn du mit dem in einem Radiostudio sitzt, weil du weißt, die Stunde ist auf jeden Fall mal gefüllt. Der hat so viele tolle Geschichten zu erzählen, der hat so viel Leben hinter sich, so viel Leben hoffentlich noch vor sich. Ich habe mir irgendwann einmal gedacht, diesen Song Good Old Hollywood is Dying würde ich gerne mal singen. Und dass es dann heute so passiert, ja, das ist irgendwie Schicksal, hat super gepasst. Und hat natürlich großen Spaß gemacht, den Hansi kennenzulernen. Zu Waterloo gesellen sich im Musikmärz The Reds Are Back. Und alle gemeinsam erzählen Geschichten aus ihrem Leben und über ihre Karriere. 2013 begann die musikalische Zusammenarbeit der vier Freunde und Vollblut-Entertainer Erik Papillaier, Norbert Oberhauser, Volker Bischczek und Pianist Peppe Schütz. Es war als einmaliger Auftritt geplant. Und heute sind sie eine der erfolgreichsten Swing-Formationen Österreichs. Wir haben alle Dinge erlebt, die man in einer guten Beziehung erleben muss. Und ich glaube, jetzt bringt uns wahrscheinlich so schnell nichts mehr auseinander. Ohne dich komm ich heut nicht zu. Das, was ich will, bist du. Die letzte Zugabe im Musikmärz, morgen früh in Guten Morgen Burgenland.